Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch vor einem Einsatz deutscher Raketen im Ukraine-Krieg gegen Ziele in seinem Land gewarnt. Mit Blick auf die Bundesrepublik sagte er bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten, es sei ein sehr gefährlicher Schritt, wenn die, die Waffen liefern würden, deren Einsatz auch kontrollieren könnten. Wenn Sie nun sagen, dass mehr Raketen auftauchen werden, die Ziele auf russischem Territorium angreifen, wird das am Ende die russisch-deutschen Beziehungen zerstören. In der Bundesregierung ist umstritten, ob die Ukraine deutsche Marschflugkörper des Typs Taurus erhalten soll. Damit wären Angriffe auch auf Moskau möglich. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt die Lieferung ab. Gerade wegen der Reichweite des Taurus müsste Deutschland bei einer Lieferung unbedingt die Kontrolle über die Zieleinstellung haben, hat er erklärt. Dann wäre man aber direkt am Krieg beteiligt, was die Bundesregierung ausschließt. Andere deutsche Politiker, wie der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Markus Faber, befürworten eine Lieferung der Taurus-Raketen dagegen. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte zu den Worten Putins, man habe die Äußerungen zur Kenntnis genommen.